Okay, ich weiß nicht wirklich, was ich euch genau erzählen will, worauf dieses Video hinauslaufen soll. Eine Sache ist mir wichtig, dass es nicht mehr so weitergeht, wie mein Leben gerade im Moment ist, weil es nur noch schlimmer werden kann und das möchte ich verhindern. Ich habe seit 2 Tagen mit niemandem mehr geredet. Und deswegen ist es irgendwie komisch, meine Stimme jetzt zu hören. Es ist generell komisch, mich dort oben in dem Bildschirm zu sehen. Besonders, weil ich so normal aussehe. Was heißt normal? Weil ich mir Mühe gegeben habe mit meinem Aussehen. Mir gefällt gerade nichts, was aus meinem Mund herauskommt. Ich weiß nicht. Okay, seien wir ehrlich. Mir geht's gerade nicht gut. Und ja, das ist das Problem. Ich habe ein Update-Video und ich habe es fast zu Ende geschnitten, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, es hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich es noch hochladen werde, weil ich gerade mich nicht gerne ansehe und gerade deswegen auch keine Videos von mir schneiden möchte. Besonders war ich in meinem letzten Video, wo ich das Update halt gefilmt habe, ging es mir wieder ziemlich gut. Und ich war auf dem Weg, wo ich dachte, wow, du kannst dein Leben wieder besser kontrollieren. Und gerade geht es mir nicht so. Und es ist vielleicht einen Monat später. Und das ist frustrierend. Also, eine kleine Vorgeschichte. Ich habe schon immer ein bisschen mit mir zu kämpfen gehabt. Mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit dem, wie ich mich unter anderen Menschen fühle. Ja, bei mir hat das Ganze schon ziemlich früh angefangen und ich habe auch Hilfe bekommen. Und ich habe super, super tolle Eltern und liebe Freunde und das ist alles kein Problem. Deswegen weiß ich eigentlich gut, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, aber das Ganze dann umzusetzen, ist immer noch mal was anderes. Mittlerweile war es jetzt so, dass ich mehrere Tage am Stück mich zu nichts mehr motivieren konnte und ja, nicht mehr aus dem Bett gekommen bin und ich lag jetzt 2 Tage am Stück in meinem Bett und habe nichts getan, außer YouTube-Videos zu gucken oder Serien oder Filme. Manchmal konnte ich mich motivieren, dazu aufzustehen und was zu essen. Aber das war es dann auch schon. Und das Ganze bekomme ich auch irgendwie immer wieder in den Griff, aber ich rutsche da super schnell rein. Dadurch, dass ich arbeiten gehen muss, beziehungsweise diese feste Arbeitszeiten habe, bin ich sehr froh darüber, dass mich das dazu zwingt, aus dem Bett zu kommen. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich mich so weit motivieren kann, auf Arbeit zu gehen. Weil das auch schon mal anders war. Aber generell, den letzten Monat, ich habe mich sehr isoliert. Das ist das, was ich tue. Ich bin super gut darin, mit niemandem mehr wirklich zu reden oder nur oberflächliche Konversation zu haben und auch generell bin ich sehr gut darin, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sagen wir mal so, mich selbst auszuschließen aus meinem Leben. Es hört sich merkwürdig an, aber wie gesagt, ich kann 2 Tage im Bett liegen und mich mit YouTube-Videos oder anderen Sachen beschäftigen und sozusagen entfliehen und ich habe keine Ahnung, was in den letzten 2 Tagen in meinem da oben drin vorging, weil eigentlich nichts. Es war halt einfach so. Man kann das ganz gut beschreiben mit so einem Taubheitsgefühl. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht, aber nicht, dass es mir egal wäre, aber ich kann das Ganze ziemlich gut ignorieren. Und mit niemandem reden und über nichts nachdenken und einfach nur sein, sagen wir mal so.
Aber trotzdem brauche ich diese Dinge, wo ich irgendwie entfliehen kann. Zum Beispiel habe ich den ganzen April, ich habe so viel gelesen und das war gut. Das hat mir auch gut getan, aber dann bin ich wieder abgerutscht an dieses, ich bin nur noch an meinem Handy, ich komme davon nicht los. Ich brauche diese ganze Information, die auf mich einfließen, um mich von mir selber und meinen Problemen abzulenken. Ja, nicht so gut. Zum Thema Isolieren. Ich habe Freunde. Dadurch, dass die meisten von meinen Freunden nicht in Berlin wohnen, ist es einfach, allein zu sein. Ich habe mit meiner besten Freundin vielleicht seit einem Monat nicht mehr geschrieben. Ich weiß nicht, was in ihrem Leben los ist. Und sie macht sich Sorgen um mich. Und ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass es mir so schwer... Oh. Oh. Ich rede darüber, ich denke darüber nach. Und schon kommen Gefühle und ich möchte das Ganze sein lassen. Ich muss mit meiner besten Freundin reden. Ich habe nur das Gefühl, dass ich sie damit belaste. Oder generell andere Leute darüber damit belaste, wenn ich darüber rede, was gerade los ist. Ich weiß, dass meine Mutter es merkt, wie sehr ich in alte Verhaltensmuster falle. Und generell meine Eltern aus meinem nicht wirklich vorhandenen Leben ausschließe, weil ich ja auch nichts wirklich tue. Ich kann ihnen auch nichts erzählen. So, das wäre das. Und gestern habe ich mich dazu gezwungen, mich mit einer Freundin zu treffen, weil ich davor immer abgesagt habe. Und das war so schön. Ich glaube jedenfalls, dass es schön war. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Warum sage ich, ich glaube, es hat mir Spaß gemacht? Weil momentan so ein anderes Gefühl dazu gekommen ist. Da kann ich es auch nicht wirklich gut beschreiben. Ich fühle mich so, als würde ich nicht in meinem Leben wirklich teilnehmen. Also auch wenn ich irgendwas mache, habe ich nicht das Gefühl, okay, das mache ich gerade, das bin ich gerade. Ja, ich habe so eine große Distanz zu mir selbst aufgebaut. Und deswegen, selbst wenn ich irgendwas erlebe oder mit Leuten rede, fühlt es sich alles distanziert an und es kommt nicht wirklich zu mir durch. Wir wollen aber daran arbeiten. Darum geht es in vielleicht dieser Videoreihe. Ich weiß es nicht, ob es jemals das Ganze ins Internet schafft. Ich habe es geschafft, ich bin aus dem Bett. Ich habe mich fertig gemacht, ich habe mich geschminkt. Ich habe mir dafür Zeit genommen. Es war okay. Und vor 2 Tagen war ich, wie gesagt, mit dieser Freundin unterwegs und wir waren auf einer Kleidertauschparty und das war sehr schön und ich habe mir ein hübsches Kleid gekauft und ja, das ist dieses hier. Es ist sehr groß, aber ich liebe es und ich möchte gerade nur dieses Kleid anhaben, bloß es ist zu kalt. Was eine gute Sache ist, weil ich auch keine gute Beziehung zu meinem Körper momentan habe. Für die letzten 2 Monate, fast 3 Monate, habe ich Yoga gemacht und es tat mir so gut. Und ich bin stärker geworden und dann fing es an, mir schlechter zu gehen. Also man merkt es ja nicht wirklich, das ist so ein langsamer Prozess und man gerät da irgendwie rein. So ist es bei mir. Und dann habe ich natürlich aufgehört und ich bin schwach wie weiß nicht was wieder. Meine Beziehung zum Essen. In meinem Update-Video habe ich davon geredet, dass ich viel abgenommen hatte und dann wieder zugenommen habe und dass ich mich wieder richtig gut in meinem Körper gefühlt habe. Und das war auch so. Warum kann mein Leben nicht mal ein wenig konstanter verlaufen? Ich weiß auch nicht. Ich hasse es ständig, in irgendwelche Tiefs zu fallen und es mir selber so schwer zu machen, weil ich eigentlich weiß, was ich tun muss, damit es mir gut geht. Und darum soll es ja auch gehen. Ich will wieder eine gute Beziehung zu meinem Körper aufbauen. Das heißt auch regelmäßig zu essen. Weil ich diese Schwankungen hatte von, ich kann mich gerade nicht motivieren, mir was zu essen zu machen oder was Gesundes zu machen. Es muss nur schnell gehen. Oder ich habe gerade keine Lust aufzustehen und ich esse nichts. Oder ich möchte mich mit irgendwas beschäftigen und esse ganz viel. Und das wollen wir auch wieder ändern. Ich glaube, das war es jetzt erstmal zu dem, wie es mir geht. Duschen war gut. Morgen gehe ich wieder auf Arbeit. Das wird auch gut sein. Und jetzt muss ich mir erstmal was zu essen machen.
Und ich habe Wäsche gewaschen und ich muss mich dazu motivieren, sie aufzuhängen. Und die Küche ist sehr chaotisch. Und ich weiß, ich sollte jetzt nicht versuchen, alles auf einmal zu machen. Und sofort wieder. Ich sollte mich nicht überfordern. Aber ich sollte es auch alles nicht so auf diese leichte Schulter nehmen. Und ja, mir geht's gerade nicht so gut. Ich ruhe mich jetzt aus. Und nein, dadurch wird es nicht besser. Also, was ich heute auf jeden Fall tun werde: Essen. Was Gutes. Meiner besten Freundin schreiben. Und mich nicht mehr isolieren und meine Gefühle zulassen. Aber das mit den Gefühlen zulassen, das ist Prozess. Alles ein Prozess. Okay, ich schneide gerade das Video und während ich mir das alles so anhöre, bin ich so, oh Gott. Also es ist jetzt schon fast 3 Monate, über 3 Monate her, dass ich das gedreht habe, weil ich mich vorher irgendwie noch nicht motivieren konnte, durchzukämpfen, weil ich dachte, nee, ich muss da irgendwie in der richtigen Gefühlslage für sein. Und jetzt, wenn ich mir das alles so anhöre und angucke, bin ich so, oh Mann, mach es dir nicht so schwer. Und ich denke mir auch, ja, ich habe diese Person da lieb. Und ja, ich habe sie einfach lieb. Das wollte ich sagen. Und jetzt werden wir mal sehen, wie die Reise weitergeht. Tut mir leid für den Geschirrspüler im Hintergrund, aber das musste jetzt sein. Ich habe meine Kartoffeln im Ofen. Kartoffeln, egal in welcher Form, lassen mich gut fühlen. Und dann habe ich mir noch Obst gemacht, weil ich heute noch kein bisschen Obst gegessen habe. Und ich habe heute auch noch nicht wirklich was getrunken, deswegen werde ich das tun. Und das ist momentan meine Wasserflasche, weil meine andere kaputt gegangen ist. Außerdem war am Wochenende, als ich auf Arbeit war, gratis Comic-Tag und ich habe mir noch ein paar mitgenommen, die noch übrig waren. Und ich glaube, den werde ich jetzt lesen. Und ich finde, er ist sehr schön gezeichnet und er spielt in Island. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Dann fand ich den irgendwie wunderschön. Also teilweise waren da so Bilder drin, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte ich mir in mein Zimmer hängen. Oh ja. Oh, seht euch das an. Ja, den fand ich irgendwie einfach nur sehr schön. Dann, der hatte einfach coole Farben. Also das ganze Farbspiel zusammen sah irgendwie faszinierend aus. Gefällt mir sehr gut. Und dann, den musste ich mir sichern. Also, oh mein Gott, da fällt mir gerade das ein. Ich könnte Avatar gucken. Aber nein, wir wollten ja nicht mehr so viel gucken. Das ist von den Zeichnern von Avatar und von Die Legende von Korra. Hier steht es auch nochmal. Genau. Und Avatar ist eine Serie, die ich immer wieder gucken kann, weil ich sie liebe. Und diese Zeichnungen machen mich deshalb etwas nostalgisch. Und ich, ja. Ja, den konnte man auch mal mitnehmen. Mal gucken. So. Eine Sache kann ich anmerken. Ich habe gerade die Comics zur Seite geschoben und mein Handy liegt auf dem Tisch. Und ich hatte sofort den Reflex, danach zu greifen und mir jetzt irgendwas anzumachen. Obwohl ich davor noch gesagt habe, nein, ich gucke mir jetzt einen Comic an. Ich hatte seit Monaten keine Avocado mehr, weil ich keine mehr gekauft habe. Jedenfalls war ich einkaufen und ich dachte mir, ich möchte wieder Avocado essen. Jetzt nicht regelmäßig, aber wenigstens
wenn ich mal Lust drauf habe. Und ich weiß, es ist nicht gut für die Umwelt, aber ja. Was ich meistens mache, ist einen großen Salat. Das ist jetzt Salat und Gurke und Möhren, Bohnen, Basilikum-Tofu. Habe ich noch Erbsen und Kartoffelmehl gemacht und noch zwei Tomaten, die ziemlich weich waren. Dann mache ich da noch die Avocado drauf. Wahrscheinlich noch irgendein Dressing mit Hummus. Ich habe jetzt mein Essen hier. Es sieht sehr gut aus. Das fokussiert nicht auf mein Essen. Jetzt, wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade nicht so viel Lust zu essen, was nicht typisch ist für mich. Und ich sitze an meinem Laptop, weil ich trotzdem irgendwas zur Unterhaltung dabei brauche. Und ich werde mir wahrscheinlich die, ich weiß nicht, was ihr sehen könnt, die neueste Folge von Grey's Anatomy ansehen. Ja, ich gucke es immer noch, obwohl es nicht wirklich gut ist, aber ich gucke gefühlt alles. Warum ich mich gerade so fühle? Erstens, ich bin erschöpft und das frustriert mich. Und ich habe einfach Lust, mich wieder in mein Bett zu legen und nichts zu tun, obwohl ich jetzt ja auch nichts tue. Und zweitens gehe ich wieder in den Verdrängungsmodus. Und zwar habe ich gerade gelesen, dass meine beste Freundin die letzten beiden Wochenenden in Berlin war. Und ich nichts davon wusste. Es hat mich ein wenig traurig gemacht, sagen wir so. Weil ich sie so aus meinem Leben ausgeschlossen habe und deswegen auch nichts über ihr Leben momentan weiß. Ja. Deswegen würde ich mich jetzt gerade wieder in mein Bett legen und schlafen. Ich werde das jetzt essen, weil ich weiß, es schmeckt unglaublich gut. Ich weiß, dass es nur eine neue Folge von Grey's Anatomy gibt. Deswegen kann ich nicht mehr davon gucken. Ich habe gegessen. Ich bin sehr voll. Ich habe Grey's Anatomy nicht zu Ende geguckt, die Folge, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Stattdessen habe ich gesehen, dass gerade eine andere YouTuberin, ja, ich war an meinem Handy, ein Video hochgeladen hat. Und ich habe diesen Clip gerade schon mal aufgenommen. Ich weiß, dass ich zugenommen habe, also dass ich noch ein vollkommen normales Gewicht habe, aber trotzdem, wenn ich mir das Video angucke, sehe ich mein rundes Gesicht und es macht mich unsicher. Ja, kommen wir zu dem Video. Mein Gesicht ist vollkommen in Ordnung. Es ist nichts Falsches daran. Das ist auch schon wieder so eine Sache. Heute, ich bin ungeschminkt. Ich habe Pickelcreme im Gesicht. Und ich habe Kopfschmerzen. Und fühle mich trotzdem irgendwie super gut. Und ich sehe, wie ich da einfach so schön aussehe und denke mir, wow, man kann sich auch über alles Gedanken machen. Es ist von Joanna. Ich folge ihr schon länger, aber ich gucke nicht wirklich regelmäßig ihre Videos. Ja, deswegen bin ich nicht ganz so mit ihrer Geschichte vertraut. Aber dieses Video war gerade so ehrlich und hat mich ein wenig emotional gemacht. Einige Dinge, die sie erzählt hat, kam mir so bekannt vor. Vielleicht verlinke ich euch es unten. Das ist das Video. Ich habe das Gefühl, mir fällt es gerade schwer, mit euch zu reden und wirklich offen zu sein, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin es. Weil ich in letzter Zeit generell nicht viel geredet habe und auch mich nicht viel mit mir beschäftigt habe. Genau. Ich habe die Wäsche aufgehangen und den Geschirrspüler ausgeräumt. Ich weiß, das sind nur kleine Dinge. Und dabei habe ich einen Podcast gehört, den ich für mich entdeckt habe. Es ist ein, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Podcasts nicht so gut aus, aber es ist ein Podcast, der eine Geschichte erzählt, anstatt irgendjemand, der über bestimmtes Thema redet. Er heißt The Bright Sessions. Genau, so sieht er aus. Und ich bin jetzt gerade sozusagen bei der dritten Staffel. Und er gefällt mir so gut. Es geht um Leute mit
speziellen Fähigkeiten bzw. Kräften. Der eine empfindet von den anderen die Emotionen und weiß, wie sie sich gerade fühlen. Ein anderer kann teilweise Gedanken lesen bzw. ja, nennen wir es einfach Gedanken lesen. Dann haben wir eine, die durch die Zeit reist. Aber das meiste wurde immer durch Panikattacken ausgelöst. Und diese Leute gehen zur Therapie, zu einer bestimmten Therapeutin, die ihnen einfach bei ihrem normalen Leben und mit ihren Fähigkeiten hilft. Und der Podcast ist so interessant und hat so viele Wendungen genommen. Und ich liebe die ganzen Sprecher. Oh, und den Humor, und ich habe mich in all die Charaktere verliebt. Er ist ganz wundervoll, der hat mich ziemlich glücklich gemacht und konnte mich auch zum Lachen bringen. Er beschäftigt sich trotzdem mit Dingen, wo man sich jetzt auch wenn man keine Superkräfte hat, mit identifizieren kann. Zum Beispiel mit den Panikattacken oder mit ihren Angststörungen oder wenn man ein sehr empathischer Mensch ist. Oder generell mit Themen, die man bei der Therapie bespricht. Ja, ich fühle mich merkwürdig und ich weiß, das wird sich auch nicht ändern. Dieses Gefühl von sich selbst abgekoppelt zu sein. Nicht mehr mit sich selbst verbunden zu sein. Und ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee ist. Jedenfalls, habe ich ja schon sehr lange Videos gemacht und ich dachte mir, ich gucke mir einfach ein paar alte Videos an. Vielleicht fühle ich mich dann mehr mit mir verbunden. Ich weiß es nicht. Ich habe viele Videoaufnahmen von mir gesehen, als ich super glücklich war, und das hat mich glücklich gemacht. Ich habe auch einige Videoaufnahmen, wo ich einfach das Bedürfnis hatte, zu erzählen, wie es mir geht in den Zeiten, wo es mir schlecht ging, und die haben mich gerade super emotional gemacht. Es hat eher Erinnerungen hochgebracht, und damals, ich habe mehrere Videos gesehen, also 2 Stück, und am Ende meinte ich auch immer, ich hoffe, ich kann mir das irgendwann mal ansehen und darauf zurückblicken und wissen, das ist Vergangenheit und jetzt bin ich gerade glücklich und sowas gehört nicht mehr zu meinem Leben dazu, dass ich ständig diese Tiefen habe. Es ist vollkommen normal und in Ordnung, sich auch mal schlecht zu fühlen und dass nicht alles super ist, das gehört dazu. Das muss auch so sein, sonst wissen wir es gar nicht wertzuschätzen, wenn wir glücklich sind und wenn gute Dinge passieren. Aber ich habe mich auch damals immer gefragt, warum es mir gerade so schlecht geht, weil ich meistens nicht wusste, was der Grund dahinter war und warum ich mich so selbst manipuliert habe und warum ich so schlecht über mich gedacht habe. Und dieses Warum hat mich immer fertig gemacht. Dieses Warum ist trotzdem manchmal da, obwohl ich jetzt besser meine Verhaltensweisen nachvollziehen kann und wie es dazu kommen kann, dass ich wieder in so ein Loch falle. Ich muss immer noch daran arbeiten, das nicht zu tun, beziehungsweise einfach die Methoden anzuwenden, damit ich dort wieder rauskomme. Und in dem einen Video war ich einfach noch so kindlich und jung, und das bin ich auch immer noch, keine Frage. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich habe das Ganze mit einer Sackgasse verglichen, in die ich immer wieder reinlaufe und immer wieder von neuem vor dieser Wand stehe und nicht weiß, wie ich da wieder rauskomme. Als ob ich wieder alles vergessen habe, obwohl ich es genau weiß, wo ich gerade noch herkam. Ja, irgendwie so. Ja, ich sehe mich gerade an und es ist dieses, das bin ich, und das ist so komisch. Und
Ich will dieses Gefühl loswerden. Und es ist frustrierend, weil ich weiß, wie frustriert ich damals auch war und wie lange es anhalten kann. Ja. Es ist spät, ich werde ins Bett gehen. Ich kann nicht schlafen. Es ist sehr spät. Und es ist jetzt länger her, dass ich was gegessen habe. Deswegen bin ich auch jetzt schon wieder hungrig. Und ich weiß, ich sollte nichts essen und einfach versuchen zu schlafen. Aber ich fühle mich gerade so sehr nach Comfort Food. Am besten ist es warm. Und ja, entweder süß oder herzhaft, ist egal. Dazu zählen so Dinge wie Kartoffelbrei, Joghurt, aber dann kalt, Pudding, Grießbrei, Suppe, alles sowas. Deswegen habe ich mir jetzt Schokoladenpudding gemacht. Und ich will mich nicht schlechter fühlen, aber ich tue es, weil es auch einfach nicht zu meinen normalen Essgewohnheiten zählen soll, um diese Uhrzeit etwas zu essen. Aber es gibt ein Gefühl von Wärme. Deswegen habe ich hier meinen Schokoladenpudding. Ich werde es jetzt genießen, ihn zu essen, anstatt mich dabei schlecht zu fühlen. So, ein kleines Update. Gestern war ich arbeiten und die Nacht davor konnte ich einfach nicht gut schlafen bzw. einschlafen. Und das habe ich den ganzen Tag gemerkt. Aber ich hatte trotzdem gestern einen ganz guten Tag, würde ich sagen. Und zwar war auch eine Aushilfe da, die ich sehr gerne mag. Und es war lustig mit ihr. Und ich hatte die Spätschicht und es war sehr entspannt. Aber ich konnte mich gut mit meiner Chefin unterhalten und über Bücher reden, was schön war. Ja, und heute, also gestern, konnte ich wieder nicht schlafen. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach so einen merkwürdigen Schlafrhythmus und ich muss den wieder auf die Reihe bekommen. Und ich habe eigentlich ziemlich gute Laune heute und fühle mich jetzt, nachdem ich aufgestanden bin, auch ziemlich gut. Ich habe jemand Neues auf YouTube entdeckt und ihre Videos sind so lustig und sie ist einfach so realistisch und ich mag ihren Humor und ihre Familie. Sie hat in den letzten paar Tagen sehr viele Abonnenten dazu bekommen. Vielleicht wurde sie vielen anderen empfohlen, kann ich mir vorstellen. Sie heißt Grace, beziehungsweise ihr Kanal heißt Crackle. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ja. Und ich habe ihre Videos seit gestern gesuchtet und habe deswegen jetzt gute Laune, was auch schön ist. Meine Eltern sind übrigens wieder da und meine Mama müsste bald nach Hause kommen. Ja. Meine Mama ist dann nach Hause gekommen und wir haben gerade geguckt, weil bald langer Tag der Stadt Natur in Berlin ist. Und da gibt es immer so ein paar Programmpunkte, wo man hingehen kann oder wo man sich auch anmelden kann, was letztes Jahr so schön war. Und ja, da haben wir gerade geguckt, ob wir da was machen wollen. Und jetzt ist mein Papa bald zu Hause. Und ich weiß, ich bin wahnsinnig erwachsen, aber gerade habe ich wieder festgestellt, wie lieb ich meine Familie habe. Ja, das ist schön. Und ich weiß nicht. Die YouTuberin, von der ich vorhin erzählt habe. Man sieht immer so viel von ihrer Familie in ihren Videos und das macht mich irgendwie sehr glücklich. Und das erinnert mich an meine Familie und dass ich das jetzt noch genießen sollte, die paar Monate, die ich jetzt noch hier wohne. So, ich habe jetzt mit meinen Eltern Abendbrot gegessen und mir ist sowas von kalt, deswegen werde ich jetzt baden gehen. Darauf habe ich Lust. Ich habe hier auch noch eine Badekugel, die ich nie benutzt habe, weil ich es immer so schade finde, die dann mit einmal zu benutzen und dann ist sie weg. Aber
So ist es. So, ich habe mir auch eine Kerze angemacht. Und dann werde ich wahrscheinlich den Manga lesen. Oder ich habe gerade kein Buch an sich, sondern habe mir momentan welche aus der Bibliothek ausgeliehen, über mein Handy sozusagen. Und da lese ich gerade die beiden hier oben. Vielleicht lese ich da weiter. Ich habe jetzt gebadet, mir ist warm. Und ja, ich hoffe, morgen wird ein guter Tag. Ich glänze. Ja, morgen früh arbeite ich und dann nachmittags, abends kommt noch mein bester Freund vorbei. Wir wollen zusammen kochen und darauf freue ich mich. Ich sehe so fertig aus, weil ich kaputt bin. Ich kämpfe noch ein wenig mit meinem Schlafrhythmus. Ich kann abends nicht sehr gut einschlafen. Gestern kam nach der Arbeit noch mein bester Freund vorbei und wir haben zusammen gekocht und es war schön. Und ich konnte zwar wieder nicht gut einschlafen und war dementsprechend auch heute Morgen total müde. Ich bin jetzt jeden Morgen einfach nur kaputt, wenn ich aufwache. Deswegen war mein Bedürfnis, im Bett zu bleiben, besonders groß. Aber ich musste heute Morgen arbeiten, beziehungsweise ich hatte die Frühschicht und deswegen ging das. Und ich hatte heute Morgen keine gute Laune. Und ich wäre am liebsten zu Hause geblieben. Aber im Laufe des Tages wurde es dann besser. Und ich habe noch ein paar Sachen für ein Paket für eine Freundin besorgt, das ich endlich mal abschicken möchte. Beziehungsweise ich wollte ihr gerne ein Paket schicken, weil ich selber gerne Pakete bekomme und das total schön finde. Dann war ich mit meiner Mama noch Eis essen. Das war auch schön, weil es heute sehr warm war. Jetzt ist mir kalt. Aber es ist in Ordnung und jetzt haben wir noch Essen bestellt, indisch, und darauf freue ich mich auch. Hatte ich nicht noch Braunkäse bestellt? Hast du? Samosas. Darf ich die hier mit drauflegen, gesehen? Ja. Ja. Kann ich mir das nicht selber machen, Papa? So. Schau, wo ist mein ganzen Reis in den Körbchen rein. Und das ist deins. Ja. Und das ist Mamas. Ja. So. Und was ist da drin? Deine Suppe. Ja. Guten Morgen. Beziehungsweise ist es nicht mehr morgens. Aber auch in Ordnung. Heute, ich bin aufgewacht. Ich wache jetzt immer auf und habe totale Kopfschmerzen. Meine Augen sind immer verquollen und ich träume merkwürdige Dinge. Ich habe mich fertig gemacht und heute ist wieder so ein Tag, wo ich mich einfach richtig unsicher fühle und mir das Selbstbewusstsein fehlt, beziehungsweise ist mein Selbstwertgefühl gerade nicht so gut, was meinen Körper angeht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Aber heute war so ein Tag, ich wollte irgendwas anziehen, wo ich mich wohl drin fühle und richtig gut. Irgendwie fokussiert ihr mich richtig? Ich weiß es nicht. Und ich habe so viele Dinge anprobiert, aber nichts hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und ich habe meinen Kleiderschrank auch so lange nicht mehr aussortiert. Bestimmt ein paar Jahre nicht mehr. Und da ist so viel drin, was mir jetzt auch zum Beispiel nicht mehr passt. Oder was mir einfach nicht mehr gefällt. Und dadurch, dass ich in den letzten paar Jahren sehr wenig Kleidung mir gekauft habe, dadurch, dass ich jetzt immer nur Secondhand-mäßig einkaufen war, hat sich das irgendwie verringert. Mir fehlen so ein paar Teile, wo ich mich gut drin fühle. Und es ist, ich war gerade draußen, es ist sehr warm draußen, aber es ist trotzdem zu kalt für dieses durchsichtige Ding. Und ich weiß auch nicht. Nachher wollten wir noch auf einen Töpfermarkt gehen und ich will heute das Paket für meine Freundin machen, damit ich es am Montag wegbringen kann. Und dann möchte ich bald wieder mit Yoga anfangen.
damit ich mein Selbstwertgefühl wieder aufbauen kann, weil das hat mir sehr, sehr toll geholfen. Ja, das war es eigentlich. Übrigens hatte mir meine Freundin diese süße Karte geschickt und sie hat mir 2 Untersätze selbst gehäkelt. Ist es häkeln? Ich glaube schon. Und sie sind so schön. Ich habe mich so gefreut und ich habe mich noch nicht richtig bedankt. Meine Mama hat mir zu Ostern dieses hübsche Briefset geschenkt und das möchte ich benutzen. Und dann, hier habe ich schon mal das Paket, um zu gucken, ob alles reinpasst. Ja, ich habe hier 2 Tees. Ich kann mich noch nicht entscheiden, welchen ich mit reinpacke. Ich finde sie beide sehr süß. Einmal ist es dieser Kurkuma-Tee und dann dieser süße Dankeschön-Tee. Mal gucken. So, dann habe ich noch die Lesezeichen. Ich habe ein bisschen was auf Arbeit gekauft, weil ich dort Rabatt bekomme. Und das war sehr praktisch. Und ich wollte ihr gerne ein Buch schenken. Und das hatte ich letztens schon gelesen. Und das fand ich ganz süß. Es erinnert mich ein bisschen an Jojo Moyes, also an ihre Bücher. Obwohl ich erst 1 gelesen habe, aber trotzdem. Und die machte meine Freundin, deswegen dachte ich, vielleicht gefällt ihr das auch. Dann ist sie immer so ein kreativer Mensch. Und ich dachte, vielleicht kann sie die gut benutzen. Das sind so hübsche Sticker, wo man Sachen mitgestalten kann. Und die fand ich total schön. So. Und dann haben wir noch dieses hier. Das hatte ich mir schon mal angeguckt. Und ich fand das so schön, dass ich es mir selber kaufen wollte. Und ja, hier kann man seine Bücher, die man gelesen hat, festhalten. Dann zwischendurch sind Rezepte drin oder andere schöne Dinge. Ja. Genau. Und auch so Sprüche, hübsche Bilder, Buchwunschliste. Ja, genau. So, das Paket ist fertig. Und schon sind die Regenbögen da. Chaos. Du hast mit Betty genau die gleiche Haarfarbe. Hi. Wir sind zurück und ich dachte, ich mache einen kleinen Keramik-Haul. Hier ist die Tüte. Fangen wir mit der kleinsten Sache an. Ich habe sie gesehen und da standen ganz, ganz viele kleine Vasen. Das sah so süß aus, aber sie, die eine, ich habe mich so verliebt, ich konnte nicht anders. Das ist die Vase und sie ist gepunktet, aber gelb und rot und blau und das macht mich einfach nur glücklich. Sie ist so klein. Und was mich irgendwie total glücklich gemacht hat, ist, dass ich weiß, die Sachen, die ich jetzt gekauft habe, die nehme ich dann mit, wenn ich ausziehe in ein paar Monaten in meine erste eigene Wohnung sozusagen, beziehungsweise eigenes Zimmer, wer weiß. Und das ist irgendwie was ganz Schönes. Ich freue mich darauf auszuziehen, so ist es nicht, aber trotzdem bin ich teilweise noch sehr unsicher, weil ich mich schnell einsam fühle und mich sehr schnell abschotte. Und wenn man alleine wohnt, kann man das einfacher tun. Und deswegen war es irgendwie schön, diese Sachen zu kaufen und zu wissen, oh, das ist eine schöne Sache, wenn ich dann ausziehe. Also, es gab mehrere Sachen in dem Design, die ich schön fand. Also es gab ganz viele Stände mit ganz unterschiedlichen Töpfereien. Und dieses Design war so hübsch bei der einen Frau und sie hatte auch noch eine Tasse. Die war so ganz weit und rund geschnitten. Die fand ich auch voll schön. Aber ich habe mich einfach gleich in dieses Kännchen verliebt.
Was Sanddorn drauf? Sanddorn sage ich schon. Ich denke schon an das nächste. Da sind Hagebutten drauf. Das war's. Genau, so sieht sie aus. Und dann hat meine Mama sich auch was bei dem Stand gekauft. Und zwar diesen Becher, der jetzt, wie gesagt, nicht auf mein Gesicht, danke, der mit Sanddorn verziert ist. Und das letzte, wie könnte es anders sein, ist eine Tasse. Und ich hatte erst eine andere in der Hand beim anderen Stand und habe da lange überlegt. Aber dann habe ich mich für die schlichtere entschieden und ich bin glücklich über meine Entscheidung. Jetzt so von beiden sieht sie jetzt nicht wirklich besonders aus. Und dann ist sie auch so leicht gesprenkelt und gepunktet. Ja. Ich liebe Keramik. Gut, das war mein kleiner Keramik-Einkauf-Haul. Mittlerweile ist es schon spät. Ich fühle mich ganz gut. Ich habe gerade Musik gehört und mir roten Lippenstift drauf gemacht. Und ja, deswegen bin ich jetzt ein wenig glücklich, aber ich gehe eh gleich ins Bett. Außerdem habe ich mir Lidschattenpaletten angeguckt, weil ich mir gerne eine neue Lidschattenpalette kaufen möchte und gerne damit ein bisschen herum experimentieren möchte. Also ich hätte Lust, irgendwie so jeden Tag einen neuen Lidschattenlook auszuprobieren und so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen, aber dafür habe ich halt nicht den Lidschatten. Also ich habe eine Palette, die mag ich echt gerne. Die benutze ich in letzter Zeit sehr oft. Und zwar ist es die. Zeigen wir sie nicht großartig, weil sie nicht sehr sauber ist. Und die hatte ich euch schon mal gezeigt. Die ist sehr, sehr schlicht und hat sehr viele rosa Töne. Und ich mag rosa. So ist es nicht. Aber ich möchte auch mal was anderes ausprobieren. Und die andere Palette, die ich habe, die ist super alt. Und ich glaube, die werde ich auch nicht mehr großartig benutzen. Wow, ich habe sie, glaube ich, schon aussortiert. Wow, okay. Ich habe sie gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Dann habe ich hier noch so eine Mini-Palette von Catrice. Aber die Pigmentierung von den Farben ist nicht gut. Und dann noch so ein paar einzelne Lidschatten, die ich mir mal gekauft habe. Ja, aber sonst sieht es sehr mager aus. Heute Morgen gibt es Gute-Laune-Tee. Gleich in meiner neuen Tasse. Du brauchst den Kaffee da nicht hinstellen, der ist nicht für mich. Das funktioniert nicht mit einmal. Und sie sind rosa. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Du musst mich nicht weiterfüllen. Ist gut, es ging um die lila Schönheit. So, wir sind jetzt wieder zurück. Wir waren heute im Pritzergarten, also ich und meine Eltern, und es war schön, weil es so richtiges Sommerwetter war. Sonnenschein hat auf jeden Fall mir gute Laune beschert. Dadurch, dass heute so ein krasses Sommerwetter war, habe ich jetzt irgendwie auch Lust, ein sommerliches Buch zu lesen. Und ich habe noch eins von Morgenmetzen ausgeliehen. Das hatte ich auch schon mal angefangen. Und ich glaube, das werde ich weiterlesen. Und zwar ist es dieses hier. Mal gucken. Ich glaube, ja, wow, 25% hatte ich schon geschafft.
gestern ging es mir nicht wirklich gut. Es war immer ziemlich schlecht den ganzen Tag. Deswegen bin ich früh morgens auch im Bett geblieben. Und habe gelesen und ich habe das Buch beendet. Und es war unglaublich süß. Und es war schön, mal wieder ein Buch zu beenden. Und dann hat es nachmittags richtig angefangen zu gewittern. Und es war irgendwie so ein richtiges Sommergewitter. Und ich hatte das Fenster offen. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, weil ich Gewitter irgendwie richtig angenehm und beruhigend finde. Heute, ich weiß nicht, meine Haare, was damit los ist, was mit meinem Gesicht los ist. Heute nicht zufrieden. Und heute lag ich wieder zu lange im Bett. Aber ich habe es jetzt endlich mal geschafft, das Update-Video hochzuladen. Und das ist sehr, sehr lang geworden. Aber ich habe es geschafft. Und ich muss heute unbedingt rausgehen, weil ich gestern halt den ganzen Tag drinnen war und bis jetzt heute auch nur. Außerdem habe ich gestern zum ersten Mal seit 3 Wochen, glaube ich, wieder Yoga gemacht. Und es war, wie zu erwarten, sehr frustrierend. Aber ich weiß, wenn ich es jetzt nicht wieder jeden Tag mache, dann wird es auch nicht besser. So, ich bin gerade wieder zurückgekommen. Die Aufnahme habe ich gelöscht. Ich habe noch ein Paket weggebracht, das habe ich, glaube ich, auch erzählt. Und war draußen in der Sonne und musste noch was erledigen. Das hat alles geklappt und hier ist ein Regenbogen. Und jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe ungefähr vor einer Stunde, glaube ich, das Video hochgeladen. Und es kamen schon so viele liebe Kommentare und das hat mich einfach so glücklich gemacht. Und ja, jetzt habe ich sehr gute Laune. Und wahrscheinlich liegt es auch in der Sonne. Als nächstes kann ich jetzt endlich gucken, ob ich was überweisen kann, was vorher nicht geklappt hat. Deswegen war ich unterwegs. Und ja, dann will ich heute auf jeden Fall noch ein Video schneiden, weil ich jetzt gerade Lust habe. Es sind ja bald Europawahlen und damit habe ich mich noch nicht ausreichend beschäftigt und deswegen muss ich das auch noch tun. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass ich ja ein Buch beendet habe gestern und das noch hier eintragen kann. Und ich habe mir, ich glaube im April, diese Liste erstellt, wo ich immer eintrage, welche Bücher ich lese, beziehungsweise wie viele Seiten ich in dem Monat gelesen habe insgesamt. Die unterschiedlichen Farben sind die unterschiedlichen Bücher. Und hier unten sieht man dann die Seitenzahl und dann habe ich das nach Monaten eingeteilt. Jedes Buch hat eine Farbe bekommen und dann konnte ich sehen, wie viele Seiten ich insgesamt in dem Monat gelesen habe. Und im April habe ich mich sehr gut mit Lesen abgelenkt, was man sieht. Ja, und im Mai habe ich dann gefühlt noch gar nichts gelesen. Ich habe ein Buch beendet und jetzt noch ein zweites, aber es ist schon Ende Mai. Ja, mal gucken. Jetzt kann ich mir eine Farbe raussuchen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so richtig grün. Und das werde ich jetzt nehmen. The Hating Game habe ich angefangen, aber schon ein paar Monate, ja im März hatte ich das angefangen. Aber dann war die Frist leider schon abgelaufen und ich konnte es mir nicht sofort nochmal neu ausleihen, weil es sich jemand anders ausgeliehen hatte. Und auf das Hörspiel habe ich auch schon ganz lange gewartet, also sollte ich es mir anhören, bevor es wieder weg ist. Und das sind so Kurzgeschichten, ich dachte, die kann ich zwischendurch mal lesen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Und das wollte ich auch unbedingt lesen. Und dann habe ich noch ganz viele Titel, die ich so in meinem Regal stehen habe. Vielleicht sollte ich weniger YouTube-Videos gucken und mehr lesen wieder. Das wäre eine Idee. Suchen wir uns eine Farbe aus. Ich habe hier noch, diese Buntstifte sind uralt. Die habe ich schon seit der Grundschule. Ja, aber es sind so viele Farben. Wow, ich habe sie jetzt mal alle ausgeschüttet. Und ich tendiere auch schon zu diesem Grün hier. Ich glaube, sowas in der Art hatte ich noch nicht. Eher so türkis. Ja, das wird meine nächste Farbe. So, ich habe mein Goodreads lange nicht mehr aktualisiert. Aber hier gucke ich auf jeden Fall immer, wie viele Seiten das Buch hat. Ja.
Und die Seitenzahl übernehme ich dann immer. So, 464 Seiten und das andere Buch hatte 103 Seiten. 120, 130, 100. Und schon sieht der Mai nicht mehr ganz so schlimm aus. Jetzt muss ich das Ganze noch hier eintragen. Da muss ich dann eine neue Seite nehmen. Was steht hier für ein Spruch? Und ich benutze übrigens noch total gerne meinen Füller. Ich schreibe damit sehr gerne. Ich mal kurz gucken, wie ich das hier gemacht habe. Mai steht schon da. Okay. Mindestens ein Buch möchte ich eigentlich noch im Mai schaffen. Und schon ist wieder ein neuer Tag da. Gestern Abend habe ich noch Yoga gemacht. Es war ganz gut. Und dann hat es wieder angefangen zu regnen. Und ich habe Daisy Jones and the Six als Hörspiel angefangen. Und ich glaube, ich habe bis jetzt so 2 Stunden gehört. Mir gefällt es richtig gut. Also am Anfang war es ein bisschen verwirrend, die Charaktere auseinanderzuhalten. Sie hatten zwar alle unterschiedliche Stimmen, beziehungsweise sie haben alle unterschiedliche Stimmen, aber ja, es war trotzdem teilweise verwirrend, aber jetzt bin ich vollkommen drinne und heute Morgen bin ich so um 5 aufgewacht und wollte aber nicht aufstehen. Deswegen habe ich da weitergehört und bin dann nochmal eingeschlafen. Und heute ist es so richtig grau draußen und auch nicht mehr warm. Heute Abend muss ich arbeiten. So, jetzt will ich endlich mal meine Kontaktlinsen abholen und ich hoffe, sie sind noch da. So, ich bin zurück. Es war so kalt und windig draußen. Ich habe meine Kontaktlinsen abgeholt. Dann bin ich noch kurz in den DM, um zu gucken, ob sie eine Sache da haben. Sie aber nicht. Dann ist meine S-Bahn ausgefallen und dann dachte ich, okay, ich gehe zum Bus, aber dann ist mein Bus nicht gekommen und deswegen bin ich jetzt nach Hause gelaufen und habe dabei das Hörbuch weitergehört. Das ist super gut. Ich konnte mich darin richtig gut verlieren. So, und jetzt muss ich schon in einer Stunde los, um auf Arbeit zu fahren. Mir ist etwas kalt. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal irgendwas Warmes zu essen oder was Warmes zu trinken. Ja. Ich habe jetzt schon 3,5 Stunden gehört und habe noch 5,5. Und ich kann euch das Hörbuch auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, wie das Buch ist, aber bestimmt auch ziemlich gut. Mir gefällt es halt besonders, dass jeder Charakter einen Sprecher hat. Und die können die Charaktere super gut rüberbringen. Sie fühlen sich auf jeden Fall echt an. Ich habe sie mir jetzt bei meiner Bibliothek ausgeliehen. Vielleicht klappt das ja bei euch auch. So, ich habe mir jetzt einfach Suppe gemacht, weil mir so kalt ist. Und das dauert jetzt ein wenig, bis ich sie überhaupt essen kann, weil sie verdammt heiß ist. Und ich gucke immer noch ihre ganzen Videos durch. Ich kann einfach nicht aufhören. So, mittlerweile ist es 10:30 und ich bin schon so seit anderthalb. Seit 1,5 Stunden zurück von Arbeit. Ich musste nur ganz kurz arbeiten, nur 3 Stunden. Es war sehr entspannt. Und ich habe mein Hörbuch weitergehört und ich bin sowas von verliebt. Ich liebe dieses Hörbuch und wie es gemacht ist und die ganze Geschichte, beziehungsweise die Charaktere. Wow. Für mich sind das reale Personen. Ich habe mir Abendbrot gemacht, das war gut. Und ganz viel Gemüse aus dem Ofen. Und jetzt hatte ich noch einen Schokoladentoast, weil ich Lust hatte auf Schokolade. Ja. Genau. Und ich habe hier mir, das ist jetzt schon meine zweite Tasse mit heißem Wasser, inspiriert von meiner neuen Lieblings-YouTuberin, die ich in diesem Video schon sehr oft erwähnt habe. Und oh mein Gott, mir war vorhin so kalt wieder, als ich nach Hause gekommen bin. Und es tut
einfach so gut. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch Yoga machen. Nicht wahrscheinlich, das werde ich auf jeden Fall noch. Aber wahrscheinlich nicht lange. Was Kurzes. Dann ins Bett gehen. Wahrscheinlich mein Hörbuch weiterhören. Morgen habe ich frei. Und ich habe das Gefühl, ich sollte den Vlog langsam mal beenden. Der ja schon super lang ist. Aber ich werde euch morgen weiter mitnehmen. Also wird es auf jeden Fall einen zweiten Part geben. Ja. Und bis dahin sage ich schon mal gute Nacht. Ich denke nämlich nicht, dass jetzt noch irgendwas Spannendes passiert. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag oder wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ich weiß, ich habe mich schon verabschiedet. Aber ich habe gerade Yoga gemacht und heute war es so, so gut. Es hat mir so geholfen. Es hilft mir dabei, wieder ein bisschen zu mir selbst zurückzufinden, mich mehr mit mir verbunden zu fühlen und gleichzeitig auch daran zu arbeiten, wie ich meinen Körper sehe, wie ich ihn annehme. Zum Beispiel heute Morgen habe ich mich wieder so unsicher gefühlt, als ich meine Hose anprobiert habe und mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Und jetzt, nach dieser Yoga-Session, fühle ich mich wieder viel besser in meinem Körper. Und ich möchte jetzt auch nicht versuchen, irgendwie abzunehmen oder mich in meiner Ernährung einzuschränken. Und ja, sondern einfach wieder eine gute Verbindung mit mir aufzubauen, mich besser zu akzeptieren. Ja, das wollte ich noch sagen und jetzt kann ich gut schlafen.